Hallo, da sind wir wieder bei The Forest. Ich habe gerade gepennt. Ihr seht, die Sonne geht auf. Die Nacht habe ich also verschlafen. Ich fühle mich aber noch nicht ganz sicher hier. Der Baum stumpf bleibt Baum stumpf. Da wächst nichts mehr nach. Früher war das so, dass nach dem Schlafen und Speichern, dass die Bäume da wieder standen. Das ist natürlich vom Rohstoffstandpunkt her eine gute Sache. Yes. Ich baue hier nochmal von den Fackeldingern was auf. Ich weiß, wahrscheinlich ziehe ich die Viecher damit an. Aber who cares? So, ich wämpfe jetzt direkt mal ein paar Bäume um und dann werde ich mir wahrscheinlich... Ach, ich brauche jetzt eigentlich noch gar keinen Lockholder. Lockholder ist so eine Art kleines Gerüst, da kann ich bis zu 7 Baumstämme reintun und lagern. Und da vorne ist einer, zwei der Jürgens. Die machen wahrscheinlich ihre frühmorgendliche Patrouille. Ich baue mir trotzdem Lockholder hin. So sieht er aus. Okay, ich drop das mal. Ich brauche das gerade nicht. Ich muss hier die Hände frei haben. Falls die da drüben ein bisschen ausrasten. Wow, also die Stelle muss ich mir merken. Hier sind genug Sticks. Ja, die sind am Strand. Und das ist nicht okay. So, auf C lege ich die dann hier rein. Ach du Scheiße. Gut, das sind 6. Das ist... bisschen mehr, als ich mir das gedacht habe. Der ist weggeräumt. Die sind weggeräumt. Ja, macht Sinn. Idioten. Zum Glück habe ich gesaved. Ja, das macht ja super Laune hier. So, das ist so ein kleiner... Scheiße. Und er brennt. Trottel! Oder? Den kralle ich mir jetzt auf jeden Fall. Der ist alleine zurückgeblieben. Ja, komm her! Willst Ärger? Was hast du denn am Kopf? Das sind Zahnschmerzen. So, wer will noch was? Ich habe ein paar Füße von eurem Freund. Ich... Oh, nein. Ziehen wir mal schnell. Gehen die an. Wo ist der Kopf? Der Kopf ist wichtig. Das hört sich jetzt so makaber an, aber der Kopf ist echt wichtig. Ist er das? Nein. Es ist nur ein Stein. Wo ist der Kopf? Ich brauche ihn doch. Für die Suppe. Nein, natürlich nicht für die Suppe, aber... Ich zeige euch das mal. Ja, es soll wohl so sein, dass man hier... Yes. Zwischen den oder unter den Eingeborenen tatsächlich solche sozialen Bande hat. Das heißt, wenn jetzt Tante Emma
irgendwie tot ist. Fragen sich die anderen, warum ist sie denn, ist nicht passiert, und gucken nach oder suchen die, oder das ist schon recht interessant. Müssen wir mal darauf achten, ob das irgendwie jetzt mehr anlockt, dass ich den da gerade kaputt gehauen habe. Ich hole noch mal den anderen Lock. Ja, Mist, der Kopf ist weg. Also diese Dinger hier ist natürlich so eine makabere, ja, Warnung an die Viecher. Ach, ich brauche nur Äste, das ist gut. Und die sollen halt abschrecken. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Ja, roll doch noch weiter. So, hier sind Koffer, das merken wir uns. Da gucke ich gleich nochmal nach. Ich könnte natürlich jetzt diese Sachen umwemsen, aber dann müsste ich die Loks wieder fallen lassen. Das will ich auch nicht. Da ist noch ein Stock. Ja gut. Ey, das ist nicht dein Ernst. So, erste Begegnung also haben wir überlebt. Wir haben immer noch nicht volle Energie. Ich könnte mal wieder was essen. Tiere habe ich hier zum Glück genug. Wie viele haben wir jetzt hier drin? Ja, es ist auch schon die Max-Anzahl. So, dann setze ich mal ein paar Palisaden. Okay. Ah, das war nicht clever. Ah, ich hätte ihn erst grillen sollen. Das ist nicht schlau gewesen. Ah. Zack. So, jetzt habe ich wieder Fleisch und die Haut spare ich mir diesmal auf. Da hinten, diese Abwehrmaßnahme ist natürlich noch nicht fertig. Da fehlen mir noch... Ach doch. Ich brauche nur noch Stickies. Die habe ich eingesammelt. Aha. Dann mache ich die jetzt fertig und dann setze ich ein paar Palisaden. So, jetzt bin ich auch fast voller Energie. Das ist gut. Bin gespannt, ob das die Biester echt abhält. Wir erinnern uns, die Tussi, die ich gerade, oder den Typen, den ich getötet habe, der hat tatsächlich 7 Arme gehabt, ne? Ihr erinnert euch. Fragt mich nicht. Hallo. So, ich meine, ich habe ganz in der Ferne einen Schrei gehört. Kannibalenschrei. So, wo mache ich denn hier einen Ausgang hin? Ich würde sagen, ich mache den Ausgang Richtung Wasser. So, hier oben. Wo ist denn Base? Das ist Base. So. Ne, schon zu viel. So. Und solange die im Rohbau sind, kann man die ineinander einklicken lassen. Sind jetzt verbunden. Puh, jetzt müsste ich natürlich alles vorausplanen. Ich mache den Eingang hier hin. Ja, ich weiß, Eingang ist jetzt irgendwie doof, aber ich brauche natürlich auch einen. Sonst funktioniert es ja nicht. Fallen werde ich mir auch noch bauen. Wie? Was? Wo? Jo. Ah, ich weiß.
Wenn es gebaut ist, sieht es ein bisschen anders aus und die werden da auch nicht drunter herkommen. Hoffe ich. Geil. Das wird eine Menge Holz. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber das ist halt... So ist halt The Forest. Wenn ich das jetzt nicht täte, bekäme ich gleich echte Probleme. Ach, ich bekomme auch so Probleme. Frage ist, ich brauche die ja nicht, ich brauche es ja nicht unbedingt, dass diese Teile ineinander einschnappen. Das ist manchmal, wenn man komplexere Sachen baut, nötig. Jetzt eigentlich noch nicht. Deswegen würde ich sagen, baue ich jetzt nochmal zwei von denen hier nebendran. Den Rest, den kann ich dann so Pi mal Daumen einfügen. Das geht auch. So. Ja, so. Ich komme ja von hier, dann hacke ich mal hier alles weg. Dann sehe ich die vielleicht noch ein bisschen eher. Also ein ruhiges Leben werden wir hier nicht haben. So viel kann ich jetzt schon sagen. Ich werde gleich die Loks schnell nehmen. Ich nehme die jetzt. Sonst machen die nämlich hier wieder... Jetzt entwickeln die hier wieder ein Eigenleben und sind dann gleich weg. Du stoppst. Da hinten liegt immer noch ein Lok. Gut. Ich würde sagen, ich fange am Eingang an. Dann hole ich auch jetzt erst die Loks, die weiter weg sind. Solange es noch hell ist. Der rollt immer noch. Optisch ist das Spiel sehr schön. Auch von der Soundkulisse ist es ziemlich geil. Gut, die Clipping-Fehler, die noch drin sind, ja, ich denke mal, das werden sie noch irgendwie wegbekommen. Besser wäre es zumindest. Ansonsten ist es das, was das Spiel so attraktiv macht, finde ich. Also dieses Crafting-System, was ein bisschen realistischer ist als in manch anderen Spiel. Also ich sehe ja hier, ich trage direkt die Baumstämme mit mir rum. Also das ist alles... eigentlich recht stimmig und dadurch entsteht diese doch realistische und bedrückende Atmosphäre. Dann in Kombination noch mit diesen gruselig aussehenden Typen, die da so noch rumschreien. Das geht mir, schlägt mir am meisten auf den Magen. Söderle, ich würde, wenn ich gleich Fallen baue, würde ich die auch ein bisschen weiter wegbauen, aber so, dass die vielleicht in dem, auf der Patrouillenroute liegen, der Kannibalen. Wenn ich die Baumstämme anstupse, dann bewegen die sich auch. Zack. Na. Ja. Das ist ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein
eine große zusammenhängende Gruppe ist oder ob jedes Dörfchen so ein bisschen für sich arbeitet. Aber es gibt ja noch diese Höhle. Also wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich nicht sofort tot. Also ich würde wieder aufwachen in deren Höhle, dann würde ich auf ganz fiese Monster-Mutanten treffen. Und da müsste ich mich dann rausarbeiten. Und wenn ich dann noch einmal sterbe, bin ich tatsächlich tot. Aber ich möchte das jetzt nicht beschwören. Das werden wir, denke ich, mal früh genug erleben. Zur Not wüsste ich auch, wo der Eingang der Höhle ist. Da müssen wir da nämlich noch weiter entlang am Strand. Aber das sehen wir alles hoffentlich sehr viel später. Bleib hier. Du nervst. Nein. So. Wie viel Uhr haben wir? Keine Ahnung. Soll ich mal den Schrittzähler fragen, wie viele Schritte wir gegangen sind? Das wäre jetzt wichtig. Zack. Ich lasse die jetzt mal... Moment. Ich mag das, Sachen zu hamstern. Also baue ich mir mal gleich noch einen Lockholder. Wenn man mal Holz übrig hat, einfach mal reinschmeißen. Na, keine Stöcke mehr. Stein. Ah, hier. Goodie, goodie. Wo ist denn hier der Baum, den ich sonst noch angehackt hatte? Habe ich den schon umgehauen? Umso besser. Ausdauer ist auch schon wieder im unteren Drittel. Und da müsste ich mal sehen. Das tut mir leid, Herr Vogel. Da müsste ich mal sehen, dass ich vielleicht in der nächsten Episode nochmal weiter am Strand lang gehe, um mir ein paar Köfferchen zu öffnen. Pflanzenfeind. Komm schon, ich kann natürlich auch rennen, aber dadurch geht die Ausdauer noch mehr in den Keller. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Ansonsten wird gleich meine Devise sein, Fackeln bauen, beziehungsweise diese Standfeuer. Feuer, Feuer, Feuer. Denn die rennen und springen ja hin und her. Und hüpfen dadurch gerne mal in so ein Ding rein. Das nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Das hat 5, das hat 6. Scheiße. Haben wir da noch Loks? Nö. Das ist schlecht. Kriege ich den noch umgehauen mit der Ausdauer? Ich denke schon. Ich fange schon an zu... schwer zu atmen. Bitte, bitte. Ja, jetzt macht ihr diese komische Bewegung. Ha, Glück. Nein, nicht ein. Fall doch einmal zu mir. Ja, zum Glück rollen die wenigstens nicht. Zumindest noch nicht.
Sö. Hier. Fackel. Fackelmann. Kann ich die vielleicht gleich mal reinlocken? Wenn sie denn kommen, aber ich. Die haben ja nichts anderes zu tun. Was sollen die denn machen? Ich meine, die sind auf einer Insel irgendwo am Wald oder im Wald und weder Fernseher noch. Kein Kino. Rechner haben die auch nicht. Nicht mal eine PlayStation. Auch kein Varieté hier. Ach so, ja. Wieder anzünden, das ist leicht ausgegangen. C. Und ihr seht auf I, ich habe immer noch diese Gebeine. Das heißt, ich denke mal, das ist noch verbuggt. Wenn ich einmal Beine und Arme aufgesammelt habe, habe ich, glaube ich, genug für immer. Was scheint da? Ist das mein Feuer oder ist das? Gut. Das ist gut. Was habe ich jetzt gegessen? Nee, was habe ich doch gegessen? Was habe ich gegessen? Wieso bin ich denn jetzt voll? Sag mir nicht, ich habe das Viech roh gegessen. Ich dachte, ich habe das hier draufgelegt. So nicht. Ja, wenn man die noch stacken könnte, das wär's. Gut, also normalerweise verbringe ich die Nacht dadurch oder damit, dass ich penne. Aber man kann auch nur schlafen, wenn die Viecher nicht in der Nähe sind. Baue noch mal hier so einen Fackelmann hin. Jo, wird Zeit fürs Bett. Mal, ob das brennt. So, zwei Lockholder, wenigstens etwas. Gut. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie nicht. Das ist fein. Ich glaube, für diese. Das ist so laut. Was soll es gewesen sein für die Episode? Denkt dran, es ist immer noch Ausprobier August. Meine Güte. Wenn ihr also mehr sehen möchtet von The Forest, lasst mir bitte Kommentare oder einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ich das hier weitermachen soll. Ich zünd das nochmal an. Und das auch. Ihr seht den Eisrand, der sich bildet. Das heißt, weiß ich nicht. Mir ist kalt. Mir ist kalt und ich soll mich trocknen, steht auch unten links. Aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht anzünden konnte gerade. Ich kann auch von hier hinten anzünden. Das ist gut. Brennt das jetzt? Es brennt minimal. Na gut, ja, ich finde, wir haben doch ein bisschen was geschaffen. Hier komme ich übrigens nur rein, wenn ich normal laufe. Okay. Ich habe das einmal anders gebaut. Es liegt vielleicht daran, dass es abschüssig ist. Da konnte ich nur rein, wenn ich mich auf Steuerung ducke. Aber es geht anscheinend auch so. Gut, ich bedanke mich. Wie gesagt, lasst mir Kommentare da und Daumen nach oben, damit ich mehr Videos von The Forest machen kann. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.